An meinem ersten Tag an der Barca Akademie wurde uns gesagt, dass alles machbar sei, wenn man nur wirklich wolle und den Mut hat, es durchzuziehen. Naja, viele haben Mut und wollen auch wirklich was bewirken, was immer das auch sein sollte. Aber man muss es auch können. Jemand, der nicht gut in Mathematik ist, wird wohl kaum die Mathe-Olympiade gewinnen, oder? Aber genug von dem Gesabbel. Ich langweile euch nur. Will gleich zu meiner Geschichte kommen. Wir hatten jedenfalls ein Fach, das Bionautik hieß. Obwohl ich Quantenmechanik und Astrophysik im Hauptfach hatte, fand ich dieses Fach doch irgendwo interessant. Also schrieb ich mich ein und bekam prompt eine Aufgabe. Abtauchen in das Bioversum. Aber nur virtuell. Virtuell? Okay, kein Problem. Quim leiht mir von Zeit zu Zeit seinen Now-Robot. Der stammt eigentlich von der Erde, aber Quim behauptet immer, er hätte den Robot gebaut, also selbst gebaut und so weiter, obwohl ich ihm das nicht ganz abkaufe. Naja, egal. Zusammen mit Kiku habe ich einen Neurointerface entwickelt und mein Hirn mit der CPU von Now verlinkt. Dazu muss man noch erklären, dass die Neurointerface-Technologie nichts Neues auf Barb ist. Allerdings droht bei dieser Technik schnell die Gefahr, das eigene Hirn so sehr zu belasten. Nicht wenige Schüler und Studenten dachten sich, sie könnten auf diese Art sich den Schulstoff in den Schädel eintrichtern, ohne selbst lernen zu müssen oder überhaupt zur Schule gehen zu müssen. Pustekuchen! Das Wissen ist zwar im Kopf, aber man kann nicht alles abrufen, wann man es will. Das Hirn überlastet sich und man wird verrückt. Ende aus. Darauf hatte ich natürlich keinen Bock und nutzte das Interface viel mehr, um über Now in eine virtuelle Umgebung zu gelangen. Und das hat zunächst überhaupt nicht funktioniert, bis ich entdeckt hatte, dass Now in seiner CPU-Hardware einen meiner Träume aufgezeichnet hatte. Man muss sich das vorstellen wie einen Film auf Videokassette. Traumrückholung oder auch Erinnerungrückholung wäre damit zum Beispiel möglich. Denn mal ehrlich, wer erinnert sich schon gern an Träume oder überhaupt an Träume? Was daran noch viel besser ist, man kann Now-Robot-Körper als Stellvertreter, sogenannte Avatare oder Surrogates, nutzen und in Gebieten herumspazieren, die für meine blaue Haut ein wenig zu gefährlich wäre. Der Nachteil: Now ist nicht gerade der größte und auch nicht gerade der schnellste. Doch in der virtuellen Traumsequenzumgebung entdeckte ich etwas anderes. Oder besser gesagt, jemanden. Nämlich die Psycholoops. Man muss sich das so vorstellen: Ich liege auf meinem Bett, den Neuro-Interface-Helm auf dem Kopf, der mit Now verbunden ist. Durch die Glasfaser-Plasma-Kontakte werden meine Hirnströme, also schwache elektrische Impulse, zu Naos CPU und umgekehrt übertragen und in VR-Bilder umgewandelt. Später kann man sich seinen Traum wie einen ganz normalen Spielfilm oder auch als sich selbst den Traum nochmal nachträumen, wie man will. Ich war also auf Pano, dem Nachbarplaneten von Barb, und traf auf dieses grüne Wesen mit nur einem Auge und der Reptilienhaut. Es sprach kein Wort. Es hatte auch keinen Mund, aber ich konnte seine Worte in meinem Kopf spüren. Es war nicht wie Gedankenlesen, bitte nicht falsch verstehen, es war vielmehr ein Gefühl und ich spürte eine friedliche Absicht und ein "Hey, komm, wir schauen uns ein bisschen um" Gefühl. Psycholoops, so nennen sich diese Wesen, und diese Psycholoops stellten sich mir als Blumen vor. Jedenfalls hatte ich ein Blumengefühl in meinem Kopf. Das ist schwer zu beschreiben, aber vielleicht probiert ihr auch mal so ein Neurointerface aus. Dann versteht ihr vielleicht, was ich meine. Psycholoops scheinen non-binär zu sein. Aber da sie Telepathen sind, macht sich jeder ein eigenes Bild von einem Loop. Und für mich war Blum männlich. Ist auch einfacher zu beschreiben für mich, als dauernd über ein Es zu reden. Blum lud mich ein, in den Slime Lake von Pano abzutauchen.
Hier muss ich dazu sagen, dass der Schleim auf Pano eine Flüssigkeit ist, die durchzogen von Algenschleim ist, der sich sehr sanft an den Körper schmiegt und dich streichelt und wiegt. Man fühlt sich sehr leicht und anmutig in dem Zeug. In meinem Traum trug ich meine Schutzbrille und Atemschnorchel. Sowohl einen Spezialanzug, der mich vor Strahlung schützen soll. Naja, und mich aussehen ließ, als hätte ich nichts an. Die grauen Aliens von Zetareticulu haben übrigens auch solche Dinger. Ja. Aber was auch immer, weiter im Text. Die Unterschleimwelt von Pano, so wie die Unterwasserwelt nur mit Schleim, ist wahrlich, als wäre man in einem Traum, den man träumt, wenn man zuvor komische Pilze gegessen hatte. Transparente Korallen, Bubblealgen und jede Menge Fische. Eigentlich finde ich kaum Worte für dieses Erlebnis. Plom war immer an meiner Seite und erklärte mir die Zusammenhänge zwischen dem Schleim und anderen Lebewesen, die in ihm lebten. Ganz Pano, so bekam ich das Wissen über diverse Emotionen vermittelt, sei ein einziges Lebewesen und wir schwämmen quasi in seinem Gehirn. Die Psycholoops seien die Stellvertreter von Panos Gehirn und verkörperten sein Bewusstsein. Über Träume kommunizierten sie mit anderen intelligenten Lebensformen. Das Abtauchen und Gleiten durch den Schleim, die Gedanken von Plom und der Mix aus Emotionen war wie ein Musikstück, das man nicht hören, sondern spüren und darin schweben und gleiten konnte. Als ich wieder erwachte, oder besser gesagt die Aufzeichnung zu Ende war und ich den VR-Helm abnahm, blickte ich Nao an und fragte ihn: Nao, berechne die Wahrscheinlichkeit, eine reale Reise nach Pano anzutreten. Nao berechnete sehr schnell eine Antwort und sie lautete: Es gibt zwei Wege nach Pano. Der erste ist ein Flug in einem Raumkleider, der zweite ist über die Quantenteleportation auf der Barb Space Station. Na toll, beide Optionen sind nicht gerade sehr rosig. Da ist das eine so schwierig und riskant wie das andere. Da entscheide ich mich erstmal für die zweite Reise, über das Dreamsharing und mit Hilfe der Psycholoops mehr über Pano zu erfahren. Ich erzählte Kiko Supernova von meinem Plan und Kiko war von allem als Astrobiologe natürlich sehr interessiert an meiner Idee. Zum ersten Mal stieg ich mit einem anderen Barbianer, nämlich mit Kiku, via Dreamsharing in die Welt von Pano. Gemeinsam mit Kiku erforschte ich die Welt von Pano und wir machten eine interessante Entdeckung. Die violetten Klipperdinger und der Schleim scheinen eine Art neuronale Verbindung zu allen Lebewesen zu besitzen. Meine Vermutung, dass Pano wie ein einziges intelligentes Lebewesen agiert, scheint sich zu bestätigen. Als nächstes steht also eine echte Reise zu diesem Planeten an. Wir sind nach Pano geflogen. Panos Atmosphäre ist angereichert mit den Elementen Valinium und Ozon, was dafür sorgt, dass der Himmel auf Pano pink ist. Laut den Messdaten unserer Sonden und einer Bodenstation, die Quim und Kiku vor einem halben Jahr gewartet hatten, ist die Luft atembar für uns. Es gibt die Theorie, so Kiku, als wir aus dem Raumkleider ausstiegen, dass Pano vor 2 Milliarden Jahren durch einen Kometenschauer von Barb abgetrennt und eine eigene Welt gebildet hat. Das würde auch die Ringe um Barb erklären, fügte ich hinzu. Wir packten uns unsere Messgeräte aus und begannen die Umgebung zu scannen. In den Ringen befindet sich ebenfalls Valinium, aber auch Barb selbst ist es kaum in Spuren vorhanden. Während Kiko und ich über unsere Theorie uns austauschten und gleichzeitig die Umgebung scannten, blieb Quim verdächtig still. Mir fiel auch auf, dass Nao nicht mehr da war. Wo ist unser Robot? Wollte ich wissen. Wir näherten uns den ersten Schleimseen,
die ich aus meinen Träumen bzw. dem Dreamsharing mit Nao kannte. In der Realität sahen sie etwas anders aus, nicht so bunt und transparent, aber das Gefühl, das ich im Traum hatte, war wieder da. Es ist schwer zu beschreiben. Es ist so, als würde man in eine gemütliche, warme Decke eingewickelt werden und alle Muskeln sich entspannen. Er ist im Raumschiff geblieben, sagte Quinn trocken. Und ich bemerkte, dass er sich misstrauisch umblickte, als erwartete er irgendeine Gefahr. Was hast du? Hörte ich Kiku Quim sagen. Nur so ein Gefühl, murmelte Quim. Seine Stimme klang immer leiser, als käme sie von weit weg. Ich blickte auf meine Instrumente und ich erkannte die Umrisse des Psycholoops aus meinen Träumen auf dem Scanner. Aufgeregt blickte ich in die Richtung, aus der das Signal kam, doch da war nichts. Nur der Schleimsee und ein paar Pflanzen. Erschrocken blickte ich mich um. Doch außer Kiku und Quim war niemand da. Niemand. Kip! Hörte ich Kiku rufen. Was hast du? Was hast du? Was hast du? Quim hatte gleich so ein komisches Gefühl, was Pano anging. Er hatte vorsorglich ein Medikament besorgt, das die Rezeptoren im Gehirn für Psychoattacken immun macht. Es war fast schon ein vergessenes Präparat aus alten Zeiten, als auf Barb noch Krieg geführt wurden. Unter anderem mit Psychowaffen. Quim selbst hatte diese Idee für schwachsinnig gehalten. Bisher war ja keine Gefahr von Pano ausgegangen. Aber dieses Dreamsharing, diese ganze Sache mit dem Traum teilen, das hatte ihn misstrauisch gemacht. Und da er als ältester Basa-Mitarbeiter der Mission, Mentor von Kip und obendrein noch Pilot, eine große Verantwortung trug, hatte er sich das Gegenmittel für Psychoattacken vorsorglich selbst mal verabreicht. Aber den anderen nichts gesagt. Jetzt stellte er fest, dass das ein Fehler gewesen war. Was ist mit Kip los? Fragte Kiku besorgt. Er stand neben Quim und beide konnten nur zusehen, wie Kip vor ihren Augen scheinbar durchsichtig wurde. War das eine Art von Quantenteleportation? Und warum waren sie selbst plötzlich wie gelähmt? Keine Ahnung, erwiderte Quim grimmig. Er aktivierte sein Intercam, das er um den Hals trug. Nao, Position von Kipper Supernova. Kipper Supernova ist außer Reichweite meiner Sensoren. Kiku keuchte erschrocken auf. Aber er ist doch direkt vor uns. Ich sehe ihn doch mit eigenen Augen. Kip, hey Kipper! Doch er reagierte nicht, sondern ging Schritt für Schritt auf diesen Schleimsee zu, aus dem pinke, transparente Jelly-Korallen wuchsen. Quim und Kiku waren wie gelähmt. Sie konnten sich nicht mehr bewegen und nur dabei zusehen, wie Kip verschwand. Mein erster Gedanke war tatsächlich, dass es wieder ein Traum war. Denn genauso fühlte es sich an. Meine erste Begegnung mit dem Psycholoops hatte ich in einem Traum, beziehungsweise in einem Dreamsharing-Programm. Nao war mit mir über Neurointerface verbunden. Naja, das wisst ihr ja alle schon. Die große Frage war ja, ob diese Wesen nun physisch real oder nur Projektionen von dem Gehirn von Pano waren. Sie sind real. Ich befand mich im Schleimsee umgeben von den Jelly-Korallen und von den Psycholoops. Grüne Wesen mit nur einem Auge, die mit Schleim im Schleim umherschwammen und ihre Emotionen miteinander und auch mit mir kommunizierten. Diesmal war es kein Dreamsharing, es war real. Der Scanner konnte die Psycholoops als Lebensform identifizieren, doch mit dem visuellen Sinn, die humanoide Lebensform, wie ich nun mal besitzen, kann man diese Wesen nicht wahrnehmen, sondern nur mit den Gefühlen. Ulax. Die
dieses Wort hörte, oder besser gesagt, spürte ich immer und immer wieder. Nicht Psycholux, Ulax, das war der Name dieser Wesen. Ich tauchte immer tiefer und tiefer in diese Welten vor und sah Bilder wie aus einem Traum. Da waren Delfine, bunte Jellykorallen und gütige, wohlige Stimmen. Ulax, komm zu uns, Kip, komm zu uns. Naos Programmierung sah eigentlich nicht vor, Rettungsmissionen durchzuführen. Er war von Quim darauf programmiert worden, auf Kipper aufzupassen und Quim regelmäßig Bericht zu erstatten. Kipper war von der Idee, Pano zu erkunden, nicht abzubringen. Und auch Quim und Kiku hatten großes Interesse daran, diesen seltsamen Planeten mal genauer unter die Lupe zu nehmen. Die Sonden und Bordstationen, die auf Pano installiert worden waren, hatten keine befriedigenden Ergebnisse liefern können. Von den Wesen, die Kipper Psycholoops nannte, nahmen die Scanner und Sensoren bisher keine Notiz. Sehr wohl aber von Bewegungen, die ein gewisses Muster aufweisen, wie es intelligente Lebensformen in der Regel zeigten. Die Basa selbst wusste nicht viel über den Plan, den Quim und Kiku mit Kipper ausheckten, denn auf Barb geht man sehr offen und liberal mit der Forschung um. Es gibt schließlich keine Regierung und keine Behörden, in dem Sinne wie jetzt auf der Erde zum Beispiel, von der Nao stammte. Quim gab Nao den Befehl, die Quantensignatur von Kippers DNA zu finden. Nao koppelte diese Daten mit dem Quantenteleporter auf der Raumstation. Nao, sprach Quim in sein Intercom. Er und Kiku waren noch immer wie gelähmt, konnten aber ein wenig ihre Arme bewegen und zum Glück auch noch sprechen. Kannst du Kips Signal finden und ihn aus dem See heraus teleportieren? Das ist innerhalb der Parameter, die für Kippers Überleben wichtig wären, nicht möglich, kam die Antwort des Robots. Kiku keuchte erschrocken auf. Haben wir jetzt tatsächlich Kip an diese Schleim-Psycho-Aliens verloren? Noch bevor Quim etwas erwidern konnte oder über seine und Kikus Situation nachdenken konnte, schließlich saßen sie ja auch hier fest und waren gelähmt, tönte Naos Stimme aus dem Intercom. Es wäre jedoch möglich, das Psychosignal zu unterbrechen. Quim und Kiku sahen sich mit einem Funkeln der Hoffnung in den Augen an. Ja, unterbreche das Psychosignal, Nao, sofort, unterbreche es, befahl Quim. Meine tiefsten Wünsche und Träume waren es immer, etwas ganz Besonderes zu vollbringen. Schon immer habe ich jene Babianer bewundert, die die Welt verändern konnten, durch neue Erkenntnisse, neue Ideen und Erfindungen, die dann das Volk und eine ganze Generation daran inspiriert hatten, etwas zu verändern. Ohne diese Personen wären niemals Kriege beendet oder geächtet worden. Es gäbe keine Medizin, kein sorgenfreies Leben für alle. Doch dazu braucht man immer Mut. Mut dazu, auch zu scheitern. Mut dazu, sich nicht nur Freunde, sondern auch Feinde zu machen. Mut dazu, vielleicht das eigene Leben zu riskieren. Inmitten meines Traums, es war jedoch kein Traum, es war Realität, der Schleimsee war real, wurden diese Wünsche und Träume, die nichts mit dem rationalen Verstand, sondern mit Herz und mit Gefühl und Seele zu tun hatten, extrem verstärkt. Neue Erkenntnisse strömten in mich ein. Ich sah Pano als etwas ganz, ganz Großes. Vor mir offenbarten sich riesige Städte, gebaut sowohl auf dem Festland wie auch auf gigantischen künstlichen Inseln auf dem Meer. Maschinen, die man mit Gedankenkraft steuern konnte. Es gab keinen Hunger, keine Armut, keine Krankheiten, keine Kriege mehr. Es war Barb, nicht Pano. Es war Barb, meine Heimat. Wie konnte das sein? Vor mir tauchte aus dem grünlichen Nebelschleier des Schleims Nao auf. Er streckte seine Robothand nach mir aus und ich ergriff sie.
Nachdem er das Signal der Psycholoops unterbrochen hatte, konnte Nao Kippers DNA-Signatur lokalisieren und seinen Körper via Quantenteleportation direkt an Bord des Raumgleiters transportieren. Bim und Kiku waren aus ihrer Lähmung befreit und begaben sich schnellen Schrittes zurück zum Raumschiff. Noch während die Tür sich hinter ihnen schloss, gab Quim den Befehl an den Computer, die Antriebe zu aktivieren und das Raumschiff in den Orbit zu befördern. Sie ließen Pano wieder hinter sich. Kiku betrachtete einen völlig mit Schleim bedeckten Kip, der auf der Liege im hintersten Teil des Raumgleiters lag. Er untersuchte ihn mit einem Bioscanner und stellte zur Erleichterung fest, dass alles in Ordnung war. Kip schlug die Augen auf. Er sah zuerst Kiku, dann Quim an. Und dann lächelte er. Sein letzter Blick fiel auf ein Fenster, das den sich immer mehr entfernenden pinken Planeten Pano zeigte.